mache ja viele ähnliche Anlagen und bin immer wieder in der Kritik, dass ich die Physik nicht einhalte. Und so ein Preis ist für mich auch ein bisschen ein Bekenntnis von außen, dass das, was wir machen, verstanden wird und auch geehrt wird, weil in unserer täglichen Arbeit haben wir sehr viel Gegenwind, weil wir uns etwas anders verhalten als die meisten in unserer Branche. Und das ist auch relativ anspruchsvoll und mühsam und zermürbend. Und der Preis ist für mich schon ein bisschen eine Genugtuung und ich freue mich riesig darüber. Es hat mich sehr gefreut. Es ist eine Anerkennung dafür, dass wir nicht nur Profit maximieren, sondern auch unternehmerische Verantwortung wahrnehmen und versuchen, unsere Gebäude rasch zu dekarbonisieren. Wir sind auf Kurs jetzt. Das zweite Gebäude wird dieses Jahr dekarbonisiert. Und ich glaube, wir schulden das nachfolgenden Generationen. Und es hat mich gefreut, dass es möglich ist, das wirtschaftlich zu machen, aus einem relativ günstigen, mit relativ kleinem Aufwand, zu günstigen Kosten, ein ganzes Gebäude eigentlich zu einem Passivhaus umwandeln, also sanieren konnten. Also wir gehen sehr oft in unserer Szene davon aus, dass vor allem Renovation von 60er-Jahr-Bauten nicht energieeffizient renoviert werden können, ohne dass man gigantischen Aufwand betreibt und allenfalls die baukulturellen Werte zerstört mit den Energiemaßnahmen. Das war für mich einer der wesentlichen Treiber, dass es dabei auch mit sehr raffinierten, aber am Schluss auch einfachen Energiemaßnahmen zu so hervorragenden und herausragenden Resultaten kam. Das hat mich persönlich überrascht, die Ingenieure nicht. Wir hatten eine eingehende Debatte darüber, wie man das macht. Und eigentlich ist es wirklich simpel, aber man muss sehr viel Brain investieren, das Gesamtkonzept im Auge behalten. Und dann kommen Leuchtturmprojekte heraus, von denen müssen wir ganz, ganz viele haben in diesem Land.